Das ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz schlechtes. 20 Minuten mit Crotchy. Achso. Toronas Box auf Level 9. Danke. Na gut, die müssen wir erstmal dort hinbekommen. Das wird dann wahrscheinlich eine Waffe sein, oder? Wenn der, na gut, weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Gegenstand. Es gibt auch noch einen Sarg im Mad Forest. Okay. Jetzt haben wohl noch so einige Sachen ergeben. Ja, hier, wie schon gesagt, haben wir eigentlich fast alles voll. Greed kostet mittlerweile schon 30.000. Ein Revival ist 37.000 und diese Curses, die es schwerer machen. Ja. Achso, das war der Herr, genau, da gibt es wahrscheinlich dann auch noch verschiedene Sachen hier. Ich kann da irgendwas erlauben. Achso, das ist das mit diesem Goldfieber. Okay. Er hat ein Schild. Okay, und du hast eine ganz neue Waffe, wenn das ist eine Katze oder so. Obwohl, ja, stimmt, oder? Diese Hexen bei Castlevania haben ja da diese Katzen oder so immer entweder sogar beschworen oder haben sich in eine verwandelt, wenn sie dann sozusagen besiegt waren. Kommt mit jedem Level 1% Speed hier auf Projectiles. Und ist scheinbar ein bisschen schneller. Ja, schreibt man sich halt auch mal frei. Also hier gibt es auch irgendwo einen Sarg. Ich weiß nicht, ob das damals das schon mit dabei war, aber zumindest, das ist was Neues. Aber wir wollen jetzt erstmal Stage 2 hier nochmal mit jemandem abschließen. Okay. Ja, warum du erhöhte Geschwindigkeit hast? Gatti Amari. Können wir mal den Blitzring schon mal mitnehmen? Na komm. Also nicht, dass ich dort durchaus diese Katzen nicht auch erweitern wollen würde. So ein bisschen ziemlich random zu sein scheint, wie die funktionieren. Ah, diesen Ring nehmen wir doch immer gern mit. Vögel und Katzen, ich denke, das passt nicht so gut zusammen. Ne? Eigentlich nur denn die schwarze Katze an, oder? Naja, auch nicht so richtig.
Ja, wenn wir uns dann nachher im Menü mal anschauen, mit was für sozusagen Boosts man diese Kätzchen da belegen kann. Also offensichtlich schnellerer Speed. Toronas Box. Verfluchter Gegenstand, aha. Aber erhöht mehrere Sachen auf einmal. Ich weiß nicht, was das genau jetzt heißt, aber gut. Also es gab ja dieses Curse steht aber unten bei 0. Wenn man sich das ja als sozusagen Aufwertung kauft, kriegt man ja mehr Gegner. Aber was ich jetzt hier macht, keine Ahnung. Okay. Jetzt drehen sie ja durch. Okay, Duration würde also auch schon mal gehen. Also, das denke ich mal, brauchen wir dann schon, um die Evolution irgendwann auch hinzukriegen. Okay, mehr Glück kann ja nicht schaden. Höheren Level, da warte ich hoch. Achso, und das Ding kann bis auf Stufe 9 gehen, ja, das hat er gesagt. Damit hätten wir dann schon mal wieder irgendwas Neues freigeschalten. Ja, können wir auch mal probieren. Okay, dann haben wir das zum Beispiel. Die Katze können wir nicht evolven, allerdings diesen komischen Barren wahrscheinlich auch nicht. Höchstens der verwandelt sich selber, das weiß ich nicht. Haben wir nicht unbedingt noch einen komplett freien Platz. Mehr Katzen scheint schon mal Sinn zu machen.
viel machen sie halt nicht, ne? Aber hin und wieder mal. Mehr davon. Okay, einmal alles besiegt. Haben wir irgendwas aufgehoben? Also könnte ja sein, aber... Oh, ist das jetzt neu, dass diese time-gestoppten Kreaturen jetzt auch schaden können? Das war, denke ich, vorher nicht so, konnte man voll durchrennen. So richtig will der Bild hier nicht losgehen. Fühlt sich das alles sehr schwach an, was wir hier veranstalten. Ich hätte mir nicht so viele Katzen-Level-Ups nehmen sollen. Also wäre echt die Frage, wenn die sich entwickeln könnten, müssen die dann hier auf der Liste schon erscheinen, selbst wenn uns möglicherweise der zweite Gegenstand, den wir dazu brauchen, dann noch fehlt, oder? Weiß ich halt nicht. Ich nicht mehr, sonst wir treffen uns die Katzen selber. Ja, oder? Die weißen Katzen greifen uns an, die schwarzen die Gegner. Kann das sein? Ja, die schwarzen greifen uns auch, oder?
Was soll das für ein Quatsch sein? Oder bluten wir zwar, dann zieht uns ein HP oder sowas ab, oder? Weiß nicht, ob das denn so schlimm ist, aber. Also ist es doch nicht das, was er bei mir einfrieren, was uns davon Schaden gemacht hat. Sondern wahrscheinlich einfach diese Katze. Das ist ja verrückt. Greed-Maske, die wird man natürlich erst mitnehmen. Wenn wir schon unser Gegenständchen da voll gemacht haben. Ja, tatsächlich hier das Messer mit. Und Geschwindigkeit hilft uns ja vielleicht sogar. Also, das ist, was wir da dann zu verwandeln brauchen. Irgendwas auf. Also dich auf Stufe 8, da bringt uns nichts dazu, haben wir noch nichts. Jetzt noch der Duplicator, den wir generell immer haben wollen. Duplikator, jawohl. Okay, das soll uns schon mal was bringen. Halten wir dann noch frei.
Und da waren zwei zu nebeneinander oder hintereinander. Mhm. Mein Area ist auch nicht schlecht, ne? Ich denke, wir brauchen noch irgendwas offensiv. Das würde man jetzt halt so überlegen, ah, könnte man da wirklich überleben, wenn man das hier noch mit dabei hat, aber. Jetzt müssen wir natürlich die Dinger weitermachen. Jetzt muss ich dann nochmal eine stärkere Waffe wieder kriegen, aber die Frage wäre schon, was wir noch mitnehmen. Ding her. Oh. So, das schon mal nicht schlecht aus. Dann hätte ich gerne noch ein paar mehr Messer hingehabt, aber gut. Ich meine, da gehen schon einige Sachen ein bisschen nach oben. Ne? Mindestens eine Truhe können wir ja noch mal öffnen hier. Okay, er ist auch gemaxt.
Kanji und solche Schwerterchen fliegen jetzt schon recht schnell weg. Gar nicht so leicht, die zu verfolgen. Ja. Ich denke mal, ich nehme noch Garlic. Man. Mal schauen, ob es klappt. Die Katzen doch schon ganz hindurch. Okay. Weiß nicht, ob man da wirklich mal irgendwas eingebaut hat, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt vielleicht noch höher ist, dass man das Passende dazu findet, aber. Ne? Ja, noch eine Truhe dann. Dann können wir die auch erstmal mitnehmen. Liegen die Messer schon recht schnell, ne? Diese Unholy Vespers drehen sich auch recht flott. Ich meine, ob uns diese Katzen irgendwann mal umbringen, wäre jetzt natürlich auch nicht. Wenn man stehen bleibt, scheint es relativ schwierig zu sein, den auszuweichen. Okay. Ah, okay, das wird halt also hinzugefügt, wenn man es dann gefunden hat. Okay. Gut, man hat sie hier drin gefunden. Thank you.
fragen sie jetzt ja tatsächlich, was sind wohl. Oh, möglicherweise verletzen sie mich jetzt nicht mehr. Die geht schon so lang drin, aber wir sind ja gerade erstmal bei der Minute 20 jetzt so ungefähr angekommen. Ein Drittel ist da noch. Genau funktioniert mit diesen super Knoblauch, das ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Stiehlt Herzen, was sind wir Herzen? Aber gut. Okay, du. Und ich denke, die kommen nicht mehr rein hier. Explosionsboys. Wenn man es noch nicht herausgefunden hatte, zeigt sein, dass dann sozusagen auch in dieser anderen Vorschau nicht an. Na gut, ist ja okay. Ich soll ja irgendwie auch ein bisschen spannend bleiben mit diesen Waffen und diesen. Wo ist denn dieser Magnet jetzt hin? Der wird mal aufgelöst. Der Maus kommt gar nicht mehr ins Bild rein hier richtig. Alles ausgemaxt, ja. Also du bekommst was plus 1% Speed, denke ich, ja, pro Level oder so. Aber ist ja noch ganz so hoch.
schnell weg. Also grundlegend, ja, also von der Idee her ja nicht ganz schlecht. Aber wenn wir vollgeheizt sind, nehmen wir das. Wenn wir uns HP fehlen und wir irgendwie in Gefahr sind, würde ich doch lieber das nehmen. Also die Frage hätte ich schon gern nochmal. Aber grundlegend, ja. Ich das anlegen. Also wäre natürlich interessant, wenn man sagen könnte, okay, du nimmst immer das, und dann gibt es dafür einen kleinen Bonus, weil man dann keine Wahl mehr hat. Oder man könnte einstellen, immer Geld nehmen, außer man ist nicht bei vollen HP. Dann würde ich das machen. Achso, sind wir ein bisschen zu riskant. Dann kommen sie erstmal nicht an. Das war relativ instant. Also, ja, vom Schaden her, wie schon gesagt, aber ich habe mal letztens ja auch irgendwo gesehen, da du standst ja sofort direkt auf uns drauf. Na gut. Kati Amari. Lama. Und noch irgendwas. Also nicht erfolgreich, aber Sachen freigeschalten. Und wir können jetzt hier nochmal schauen. Might interact with pickups. Ah, okay. Kann alles in Gold verwandeln. Okay. Jetzt ist auch klar, was mit diesem einen Ding da passiert ist. 4% später waren es ja nur noch 3%, aber gut. Das ist immer nur Goldbonus hier, das ist ja okay. Was war das jetzt für ein komischer Typ, den wir da hatten? Unlocks Omni, okay. Wo das ist. Das haben wir freigeschalten, ja.
Ich jetzt erstmal nicht. Lama.